Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Rezension für euch und zwar von Christine Dreves, denn mir entkommst du nicht, aus dem Bastei-Lippe Verlag. Das Buch kostet 9,99 € und hat 318 Seiten und ist ein Krimi, und zwar ein deutscher Krimi aus Münster. Und ja, es ist ein Rezensionsexemplar und ich erzähle jetzt mal was darüber. Auf jeden Fall geht es darum, dass ein Opfer gefunden wird, und zwar eine Frau, deren Unterleib aufgeschlitzt wurde und eben die Gebärmutter und Eierstöcke und was da alles unten drin ist, zerstört wurde. Und ja, alles sieht halt aus, als wäre es ein Sexualstraftäter. Und ja, Charlotte, die Kommissarin, weiß nicht, sie glaubt nicht daran, dass es eine Sexualstraftat ist. Denn ja, die Frau wurde weder vergewaltigt, noch wurde irgendetwas entfernt. Also es ist wirklich nur die Gebärmutter beschädigt und sonst nichts. Und ja, sie kann das eben halt nicht glauben und versucht eben rauszufinden, wer natürlich der Mörder ist, und deckt dabei auch noch alte Fälle auf, bei denen so etwas Ähnliches war, und findet dadurch auch eine Spur. Und ja, ich lasse das mal so, sonst habe ich alles verraten. Und alles zieht zuerst auf einen Mann hin, welcher früher ja so Drogendeals gemacht hat und halt in der Verbrecherszene war und jetzt eben ein normales Leben führt, aber auch das Opfer kannte. Und von daher wird er natürlich zuerst mal verdächtigt. Natürlich wird nicht nur er verdächtigt, sondern auch noch andere, die mit dem Opfer zu tun hatten. Aber als ich möchte nicht zu viel verraten. Aber er, also Antonio heißt er, Antonio Gomez, hat wird selbst ein Opfer von Gewalt, also er wird nicht ermordet, sondern er findet sogar die Leiche, das Opfer, und daraufhin wird er ja verfolgt und es wird ihm alles in die Schuhe geschoben, und man weiß schon am Anfang natürlich, dass er es nicht war, aber er bekommt eben alles in die Schuhe geschoben und kann sich natürlich, er möchte seiner Frau nicht sagen, dass er früher auch mit diesem Opfer, sie ist eine Prostituierte, etwas zu tun hatte und auch mit ihr geschlafen hatte und so. Und eben in dieser Verbrecherszene war. Das möchte er als seiner Frau nicht sagen. Kann man irgendwie verstehen. Und ja, so verheimlicht er eigentlich alles, auch vor der Polizei, was eigentlich ein bisschen doof ist. Aber ich glaube, es ist auch wirklich so, wenn man irgendwie in der Verbrecherszene war und dann Zeuge von einem Mord wird, und dann auch noch DNS hinterlässt, weil er hat sich neben der Leiche in einer Hecke übergeben. verstehe ich auch. Und ja, dass man dann gleich mal verdächtigt wird, wenn man eh schon ein Knacki war oder ja, so ist halt. Verstehe ich schon, dass man dann Angst hat. Von der Story her lasse ich das mal so, denn ja, wenn ich alles erzähle, möchte ich ja nicht, ich will ja immer alles spoilerfrei lassen.
Kann mir jetzt zum der Buch an sich ohne Story. Ich finde es gut geschrieben. Es ist in Kapitel unterteilt, in denen man eben die Sicht aus von Antonio hat, die Sicht von der Kommissarin bzw. vom Kommissar, vom Herrn Käfer. Ich finde den Namen sehr süß. Ja, und von der Sicht ab und zu, nein, nur einmal vom Mörder auch, beziehungsweise gegen Schluss auch öfters. Aber ja, schön geschrieben, wie gesagt. Ein paar Rechtschreibfehler, die mir jetzt so ins Auge gesprungen sind, sind leider auch drin. Finde ich immer sehr schade, aber ja, waren jetzt zwei Stück, die mir aufgefallen sind. Also es weckt nicht viel. Ich finde auch das Cover ziemlich cool. Es zeigt schon, um was es so geht. Hier oben mit dem alten Kinderwagen. Und ja gut, der Titel, der lässt nicht so auf das schließen, was im Buch dann schlussendlich vorkommt. Ja. Blindfisch. Gut geschrieben, wie gesagt. Ist auch eine Serie, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt auf jeden Fall noch vier andere Bänder. Und ich denke, das ist eine Serie mit diesem Kommissarenteam. Denn es gibt auch so von die Charlotte, beziehungsweise auch der Kommissar Käfer, die erzählen öfters mal aus der Vergangenheit. Und da gehe ich mal davon aus, dass es auch vorhergehende Bände gibt, die eben das Ganze auch noch erzählen oder wo man dann weiß, warum der dann jetzt gestorben ist und ja, wie das dann passiert ist. Es ist mein erstes Buch von dieser Autorin, von der Christine Treves, und ich finde es cool, dass das auch ein deutscher Band, also ein deutscher Krimi ist. Ich habe, glaube ich, mit diesem Buch jetzt zwei Krimis, die in Deutschland spielen und drei von deutschen Autoren. Nein, vier. Doch drei. Ja, und es wird sehr dunkel. Moment. Okay, hat nicht viel ausgemacht. Ja, wie gesagt, ich finde das Buch eigentlich ganz gut. Es lässt sich gut lesen. Ich hatte am ersten Tag, glaube ich, schon 150 Seiten oder so gelesen. Und die zwei Rechtschreibfehler, ja. Gut, das kann mal passieren. Das ist auch nicht schlimm. Jetzt, die mir jetzt aufgefallen sind. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber ich überlese ziemlich oft, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie in einem Satz zweimal das steht als Artikel, dann überlese ich das einfach und merke das nicht mal, dass das da steht. Und also es könnte sein, dass irgendwo noch mehr Fehler drin sind und ich das einfach überlesen habe, weil ich das schon selbst korrigiere und dann einfach ignoriere, dass es falsch da steht. Ja. ich glaube, das war soweit von dem Buch. Danke nochmal für die Rezension, also für das Rezensionsexemplar. Die Rezension mache ja ich gerade. finde ich sehr gut. Und mal schauen, ob ich vielleicht von der Autorin noch die anderen Bücher hier, ob die mich noch interessieren. Bei Krimis ist das ja immer so, da muss mich der Fall auch interessieren, dass ich das gerne lesen möchte. Und nicht so wie bei anderen Büchern oder jetzt gerade bei Mangas. Ich schaue mir gerade die Mangas an. Da sammle ich auch gerne von einem Autor oder Zeichnerin gerne alles, weil mir alles gut gefällt. Aber bei Krimis ist das irgendwie so, da muss mir der Fall auch gefallen, dass ich das auch lesen möchte. Und ja, also mal schauen, vielleicht finde ich noch. Der hat ja, wie gesagt, die vier Titel. Die hören sich eigentlich alle ziemlich cool an. Und ja, mal gucken, ob ich dann die anderen noch möchte. Also, das war Christine Drees
Denn mir kommst du nicht, aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal dann, eure Anna.